jetzt Fit for Life, der Praxistipp. Ihr gesunder Start ins Wochenende mit Harry Landauer. Was ist dran an den Geschichten über die gefährlichen Krankenhauskeime? Immer wieder hört man von Patienten, die sich im Krankenhaus infizieren, schwer krank werden, viele davon sterben. Unser Experte heute warnt vor Panikmache und sagt, die Kliniken haben wirksame Mittel für die bestmögliche Patientensicherheit. Das jetzt in Fit for Life. Charivari, Fit for Life, Top-Mediziner aus unserer Region. Im Gespräch mit Harry Landauer. Ich begrüße heute Dr. Andreas Ambrosch vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Regensburg. Er ist dort zuständig für Hygiene und Infektionsprävention. Dr. Ambrosch, 3000 Menschen im Jahr sterben bei Verkehrsunfällen auf unseren Straßen. Fast 20 Mal so viele, so heißt es, sterben an Infektionen, die sie sich in einem Krankenhaus geholt haben. Was steckt dahinter? Was sind das für Infektionen und wie kommen denn diese Zahlen zustande? Also es ist so, dass in den letzten Jahren mit Zahlen in der Öffentlichkeit jongliert wird, die zwischen 300.000 und 1 Million Krankenhausinfektionen pro Jahr eben kursieren. Da muss man allerdings sagen, dass es sich hier um Schätzungen handelt. Also es gibt keine exakte Erfassung, wie viele Krankenhausinfektionen tatsächlich in deutschen Krankenhäusern pro Jahr auftreten. Es sind, wie gesagt, lediglich Schätzungen. Es gibt da eigentlich keine seriöse Datengrundlage. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auf den ersten Blick erstmal eine erschreckend hohe Zahl. Allerdings bei dieser hohen Zahl an Infektionen muss man sie natürlich immer in Relation auch zu der Gesamtzahl an Krankenhausbehandlungen sehen. Das sind etwa 17 Millionen so im letzten Jahr gewesen. Das heißt also, dann relativiert sich das. Und wenn so eine Zahl hier im Raum steht, wird natürlich immer suggeriert, dass diese hohe Anzahl an Infektionen auch vermeidbar gewesen wäre. Das ist ja sicher das Thema auch heute. Und da muss man natürlich sagen, das sind natürlich auch nur Schätzungen, dass wir davon ausgehen müssen, dass etwa nur ein Drittel dieser gesamten Infektionen, die da in Krankenhäusern auftreten, tatsächlich vermeidbar gewesen wären. Was heißt vermeidbar? Welche sind denn unvermeidbar? Das sind Infektionen, die auftreten durch Keime, die der Patient in sich trägt. Passiert zum Beispiel, wenn er operiert wird in Organen oder an Organen, die sowieso per se schon eine hohe Keimbelastung mitbringen, also zum Beispiel im Magen-Darm-Trakt. Wenn dort operiert wird, ist das Infektionsrisiko natürlich deutlich höher und deutlich erhöht. Ist auch kaum zu vermeiden, weil, wie gesagt, Sie kriegen den Darm nicht keimfrei. Also es ist einfach ein Risiko, wird der Patient auch darüber aufgeklärt, dass es so ist. Umgekehrt sollten natürlich keine Infektionen auftreten, wenn operiert wird in Bereichen, die primär steril sind, zum Beispiel an Gelenken. Sind das dann Infektionen mit dem sogenannten Krankenhauskeim? Also wie gesagt, wenn die Zahlen so in den Raum gestellt werden, dann suggeriert man natürlich, das sind alles Krankenhauskeime und die sind auch nicht mehr richtig behandelbar. Das ist natürlich so nicht. Also der weitaus größte Teil an Krankenhausinfektionen wird durch Keime verursacht, die sensibel sind, also die durchaus empfindlich auf alle Arten von Antibiotika, die uns zur Verfügung stehen. Nur der geringste Anteil, also wir reden da über wenige Prozent, sind resistent und der aller geringste Anteil, meistens kann man schon von Einzelfällen reden, sind so resistent, dass sie gegen Antibiotika überhaupt nicht mehr ansprechen. Reden wir zuerst über vermeidbare Infektionen und da ist das probate Mittel die Hygiene. Gleich mehr auf Charivari. Charivari, Fit for Life. Bis zu 1 Million Mal pro Jahr infizieren sich Patienten im Krankenhaus mit gefährlichen Keimen. Ein Drittel dieser Infektionen, so haben wir eben gehört, ist vermeidbar. Dr. Ambrosch, Infektionen können vermieden werden, wenn man das Wort Hygiene im Klinikalltag ganz, ganz groß schreibt. Wie sieht dieser Alltag aus? Sicherlich ist ein wichtiger Übertragungsweg die sogenannte Kontaktübertragung. Das heißt, Personal fasst Patient an, nimmt Keim auf, geht zum nächsten Patienten und überträgt. Und diese Art des Übertragungswegs, die lässt sich natürlich sehr effektiv durch eine alkoholische Händedesinfektion verhindern. Mhm. Dafür gibt es internationale Standards und wenn diese Indikationen zur Händedesinfektion gründlich mit einer hohen Compliance durchgeführt werden, dann ist die sogenannte Infektkette unterbrochen und es kann keine
Kontaktübertragung von einem Patienten zum anderen stattfinden. Ich habe gelesen, im Durchschnitt, oder vielleicht ist es auch standardisiert so, dass pro Patient am Tag 21 Desinfektionen notwendig sind, um diesen Minimalstandard aufrechtzuerhalten. Also 21 Mal desinfizieren pro Patient, jetzt denke ich mir bei 1000 Betten, da ist ja jeden Tag eine unglaubliche Menge an Kontakten da, die ja sehr leicht und auch mal übersehen werden. Genau, also das ist wahrscheinlich noch konservativ und wir denken, dass 21 wahrscheinlich die Anzahl ist, die notwendig ist auf einer Normalstation. Das heißt, die Händedesinfektion, wenn ein Patient auf einer Normalstation liegt, wenn er auf einer Intensivstation liegt, dann ist wahrscheinlich diese Anzahl noch wesentlich höher. Da reden wir wahrscheinlich von über 100 Händedesinfektionen pro Patiententag. Aber man geht davon aus, gibt es auch inzwischen einzelne Studien, wenn Sie tatsächlich diese hohe Compliance haben, was die Händehygiene betrifft im Krankenhaus, dann findet auch tatsächlich keine Kontaktübertragung mehr statt. Wie überprüfen Sie das? Gibt's da, wird das elektronisch irgendwo erfasst? Ich habe mal gesehen, es gibt so Zähler an den Desinfektionsspendern. Da gibt es inzwischen vielerlei Hilfsmittel, auch elektronischer Art, wie Sie es gerade beschrieben haben. Es gibt die Möglichkeit, über die Verbräuche auf den Stationen zu berechnen, wie hoch die Frequenz der Händedesinfektion gewesen ist. Und was wir einsetzen und was wir wirklich sehr, sehr gründlich und flächendeckend machen, wir beobachten die Mitarbeiter bei der Arbeit. Also meine Überzeugung ist, dass die Beobachtung bei den Tätigkeiten, die Ablaufbeobachtung ein wichtiges Mittel ist, um erstens zu gucken, wie gut ist die Arbeit im Bereich der Hygiene, wie gut ist das Hygienemanagement auf den Stationen und natürlich werden die Mitarbeiter angehalten, wenn sie unter Beobachtung stehen, das natürlich auch gründlicher zu machen, also in zweierlei Hinsicht sehr effektiv. Wissen, worauf es ankommt. Charivari. Jetzt Fit for Life, der Praxistipp. Ihr gesunder Start ins Wochenende mit Harry Landauer. Wir sprechen heute über Hygiene im Krankenhaus, die dafür sorgen soll, dass sich die Patienten nicht mit gefährlichen Keimen infizieren. Für Menschen mit geschwächtem Immunsystem können diese Infektionen nämlich sehr gefährlich werden. Vor allem dann, wenn die Keime gegen Antibiotika resistent sind. Was sind das für Keime und wie gefährlich sind sie wirklich? Jetzt in Fit for Life. Charivari, Fit for Life. Das ist heute Dr. Andreas Ambrosch vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Regensburg. Er ist dort zuständig für Hygiene und muss dafür sorgen, dass sich Patienten nicht mit gefährlichen Keimen infizieren. Das kommt oft genug vor in deutschen Krankenhäusern und immer wieder hört man von sogenannten Krankenhauskeimen, die ganz besonders schlimm sind, weil sie nur sehr schwer zu bekämpfen sind. Dr. Ambrosch, was sind das für Keime? Wieso heißen die Krankenhauskeime? Gibt es die nur da? Und wenn ja, wie kommen die da hin? Gut, also es ist natürlich so, dass das durch den Einsatz von Antibiotika, flächendeckenden Einsatz von Antibiotika, auch im Krankenhaus, auch in bestimmten Bereichen, Intensivstationen, natürlich das Risiko erhöht ist, dass Keime Resistenzen entwickeln unter der Therapie. Also so gesehen ist die Begrifflichkeit Krankenhauskeim nicht ganz falsch. Auf der anderen Seite, und das sehen wir, wenn wir ein Screening von Patienten durchführen, bei Aufnahme im Krankenhaus, dass die meisten Patienten zumindest aus bestimmten Risikogruppen, die Keime schon ins Krankenhaus mitbringen. Ja. Das heißt, wenn Sie mal bestimmte resistente Staphylokokken mal nehmen, dann da gibt es sehr gute Studien, auch aus Deutschland, sind wahrscheinlich 90-95% schon mitgebracht. Mhm. Patient ist also besiedelt, kommt ins Krankenhaus, man macht ein Screening und findet den Keim. Damit ist es per Definition natürlich kein Krankenhauskeim. Jetzt diese multiresistenten Keime, warum sind die so gefährlich? Warum sind die Krankheitsverläufe da so schwer dann? Ich denke, der Hauptgrund ist, warum oft die Verläufe nachteiliger sind, wenn sie Infektionen mit multiresistenten Erregern haben, dass die Resistenzen erst verzögert erkannt werden und eine optimale Antibiotikatherapie verzögert eintritt. Das Krankheitsbild an sich ist identisch. Also Sie können am Krankheitsbild nicht ablesen, ob der Patient einen multiresistenten Erreger hat, an dem er erkrankt ist, oder einen sensiblen. Und eine Verzögerung von 1-2 Tagen, was die optimale Antibiotikabehandlung betrifft, ist bei schweren Infektionen oft fatal. Was vielen Angst macht, sind ja Erreger,
gegen die angeblich gar kein Kraut mehr gewachsen ist. Wie häufig ist das denn der Fall? Also es ist so, dass dass Keime, die gegen kein Antibiotikum mehr helfen, wirklich sehr selten sind. Also Gott sei Dank, in der Bundesrepublik sind es oft Einzelfälle, die da beschrieben sind. Also einige wenige Male pro Jahr in einem großen Krankenhaus. Es gibt natürlich Ausbrüche, die beschrieben sind in Krankenhäusern. Aber an sich ist es noch eher noch eine Seltenheit hier in der BRD. Fit for Life. Immer samstags ab 11 auf Charivari. Charivari. Fit for Life. Gesund sein, gesund bleiben. Mit Harry Landauer. Wie gefährlich sind die sogenannten Krankenhauskeime und was tun Kliniken in Deutschland, um die Patienten in ihren Häusern so gut es geht zu schützen? Das ist unser Thema heute gewesen. Wenn Sie die Sendung nachhören möchten, auf der Homepage charivari.com finden Sie dazu alle Informationen. Unser Gast heute, Dr. Andreas Ambrosch von den Barmherzigen Brüdern. Wir haben gehört, Dr. Ambrosch, was in den Kliniken geschieht. Was können denn eigentlich die Patienten tun? Haben die auch Möglichkeiten, sich zu schützen vor Krankenhausinfektionen? Gut, also der Patient kann natürlich selber einen Beitrag leisten. Das eine ist natürlich, für ihn gilt dasselbe wie für das Personal. Das heißt, Händedesinfektion im Krankenhaus kann auch der Patient durchführen. Es sind überall Spender im Patientenzimmer vorhanden, wo er sich natürlich bedienen kann. Wenn er das Zimmer verlässt, wenn er es wieder betritt, sollte er die Händedesinfektion durchführen. Ich sage auch immer, es wäre gut, wenn einfach auch der Patient beobachtet, wie die Hygiene im Krankenhaus so läuft. Also er kann durchaus, er hat ja auch Zeit, er sieht ja, was da so passiert, er kann durchaus auch die Mitarbeiter ansprechen. Wenn er den Eindruck hat, dass keine Händedesinfektion durchgeführt wird, kann er durchaus die Mitarbeiter ansprechen und freundlich darauf hinweisen, dass eigentlich eine Händedesinfektion notwendig wäre. Das wirkt oft besser als viele, viele Schulungen, weil es natürlich bei Mitarbeitern eine gewisse Betroffenheit erzeugt. Und Betroffenheit ist sozusagen der erste Weg zur Besserung. Also so gesehen kann der Patient da auch einen wichtigen Beitrag leisten. Und die Besucher, spielen die auch noch eine Rolle, wenn die dann jedem Zimmer die Hand geben und sonst irgendwie auch aktiv werden? Für die Besucher gilt natürlich dasselbe und das wird ja auch in vielen Häusern schon gemacht. Wenn sie sozusagen das Krankenhaus-Entree betreten, dann steht schon gleich ein Händedesinfektionsmittelspender vor ihnen. Da sollen sich die Hände desinfizieren, damit sie nichts von außen hereintragen. Wenn sie dann auf die Stationen kommen, zum Teil weisen wir auch die Besucher darauf hin, dass die Patienten besonders krank sind, die hier auf den Stationen liegen, besonders anfällig für Infektionen. Dann soll man natürlich auch eine Händedesinfektion durchführen, wenn man das Patientenzimmer betritt und wenn man es wieder verlässt. Wenn man Erkältungen hat, selber Durchfallerkrankungen, die jetzt vielleicht nicht so schwer sind, dass man ins Krankenhaus aufgenommen werden muss, aber als Besucher dort erscheint, dann sollte man lieber vom Besuch Abstand nehmen, weil das natürlich für unsere Patienten immer ein Risiko darstellt. Fit for Life. Wissen, worauf es ankommt. Ihr gesunder Start ins Wochenende. Immer samstags ab 11 auf Charivari.